Oh, ich habe angefangen, irgendwelche Wölfe zu fahren. Wir kommen zurück zu Spellfirth. Ich habe diese Wölfe geholt. Achso, war das gar nicht mehr. Ach, stimmt, mein Löschi war da hin. Ich denke die ganze Zeit, dass Rohan bei mir ist, weil der hat so eine auffällige Kutte an. Aber das stimmt gar nicht. Der ist dein Boy. Hier unten ist nix. Oh, guck mal, hier ist Sprössling Jonas. Verstanden. In Ordnung. Bayon. Gut. Bleib weg. Ich gehe nicht zurück. Achso, das ist der. Der ist ja weit gekommen, wenn das Lager hier oben ist. Ja, den können wir ja gleich noch entführen. Wir sollten vielleicht erstmal mit Katras reden. Mhm. Können Sie jetzt zumindest anhören, was er zu sagen hat. Hier oben ist zu. Ist nicht das richtig, dass wir hier gleich in den RTS-Teil verfallen? Was meinst du, warum wir die auswählen konnten, welche Fraktion wir mitnehmen? Weiß ich nicht, das ist eine Proforma-Frage, die wird halt immer gestellt. Die werden nicht gestellt. Mhm. Sowas machen wir hier nicht. Oh. Verstanden. Na gut, dann nicht. Wenn es denn unbedingt sein muss. Dann spiele ich halt. Oh, da hinten ist Loot. Gut, das klingt. Es wird nur vom Wildschwein bewacht, die uns anscheinend nicht bekämpfen wollen. Das hat uns gezeigt, wo das ist. Ich finde das ein nettes Schweinchen. Wieseltal? Achso, das sind. Nee, Flammenflaschen, Malstumpf. Ja, Scheiße. Gibt direkt. Sind noch mobilisierte Erfahrungspunkte. Hm? Oh, gut, du hast recht. Ich, gut. Die hätte ich beinahe übersehen. Hm? In Ordnung. Angriff, verstanden. Ich brauche mehr Zeit. Oh, die sind einfach nur geplatzt. Wie ihr wünscht. In Ordnung. Guter Plan. Alles klar. Gut, das klingt vernünftig. Oh, hier steht ein Grenzpass. Das irritiert mich übrigens maximal, dass die schwarze Lebenspunkte-Balken haben. Ja? Ja. In Ordnung. Wie ihr wünscht. Gut, das klingt vernünftig. Ach, Loot, Loot. Hast du was gefunden? Orkischer Rohling Kostensenkung. Ist mir egal, ich nehm's. Orkischer Rohling ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Das sind die richtigen Leute, von denen nicht diese komischen Goblins. Kostensenkung ist ja auch nice. Warte mal, Talismane irgendwie hinten Sprache und so. Leute haben doch gar nicht so viele Talismane oben, oder? Was nochmal? Warum kann er das nicht anhängen? Sie reden Wirrs, ja. Ne, du hast doch vorhin den. Übrigens, der Talisman of Free Speech heißt im Deutschen Talisman der ungehemmten Sprache, was persönlich gesagt, ehrlich gesagt, besser klingt. Warum kann den Ruhe nicht anhängen? Ach doch, Ruhe kann er anhängen. Ach, der kommt da unten hin. Der ist doch für einen Magier eigentlich genau richtig, oder nicht? In Ordnung. Weißt du nicht, wie oft irgendwelche Leute auf uns. Das ist der untere Slot, oder wie? Das ist gar nicht der. Ja. Der Amulett-Slot. Ach ja. 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 Ich hab's gerade auch nicht gerafft. Ich meinte. Weiß nicht, ob der vielleicht auf unseren anderen AOI-Magier noch besser positioniert wäre. Wie ihr wünscht. Und ich glaube, Rowan ist eigentlich einfach der beste Magier, den es gibt hier, weil der hat halt. Bum-Bum Feuerball und Heal dabei. Gore hat nur Bum-Bum Feuerball. Ihnen auch so. Bum-Bum Feuerball. Das heißt Trinkets Lock, aka Schmuckstück. Totenmänner Kaserne, die sieht ja auch irgendwie witzig aus. Also die Totenmänner wirken auf jeden Fall absolut vertrauensvoll. Ja gut, dann rede ich mal mit dem Boy hier. Ach ne, du stehst schon direkt davor. Ich mach die Hero Party, ich hab mich schon mal daneben gestellt. Ist er ein Dunkelelf oder was ist er? Dunkelelf, ja. Naja. Guten Tag, mein Herr. Ihr seid also hier. Ach, ich fühle mich geschmeichelt. Ihr meintet, dass ihr uns helfen könnt. Kann ich. Aber alles der Reihe nach. Ich bin Katras Virtat, Anführer der ehrenhaften Totenmänner. Naja, ehrenhaft sind wir eigentlich nicht wirklich. Aber ihr versteht schon, wie ich das meine. Und, wie heißt ihr? Taha. Na dann höchst erfreut, eure Bekanntschaft zu machen, Taha. Da ihr ja bereits mit eurem Falkenfreund da drüben gesprochen habt, schätze ich mal, dass ihr mit dem Dilemma vertraut seid. Wir wollen den Helm, aber Herrin Hackfresse will nicht mit uns kooperieren. Ja, das ist natürlich schade. Ich finde die deutlich lustiger und sympathischer als die komische Frau da. Sagen wir unterstützen Mr. McDunkelelf hier. Aber die sind das die Bösen, wir sind doch die Guten. Ja, schon Mistkerl ist und ich finde dich eigentlich immer sympathischer. Achso, du rechnest schon mit dem Verrat. Könnt ihr mir mehr über diesen Helm erzählen? Nein. Das ist eine gute Antwort auf jeden Fall. Ich hatte mit meinem Text gerechnet. Weißt du, sonst kriegen wir immer Riesenexpositionen. Er kommt jetzt mit einem. To the point. Er ist einfach, ja, nein. So, okay, Hilfe. Verstehe. Dann nehme ich mal an, ihr wollt unsere Hilfe bei der Rückeroberung der Feste. Ja.
Und im Gegenzug gebe ich euch diesen Stein, den ihr sucht. Und einen Teil von unserem Sold. Hm, klingt angemessen. Natürlich ist es angemessen. Also, was sagt ihr? Oh, wir können die Frage bei einem Dunkelelf. Das ist auch eine super Frage mit... Ihr seid ein Dunkelelf, richtig? Nein, ich habe mir nur die Haut blau angemalt, weil es so hübsch aussieht. Das ist genau die Antwort, die ich gerendert habe. Tut mir leid, es ist nur... Ich habe noch nie einen von eurer Rasse gesehen. Tja, es gibt immer ein erstes Mal was, auch wenn ich nicht gerade das beste Beispiel für meine Rasse bin. Ich esse kein Kinderfleisch, vögle keine Leichen und verbringe nicht den ganzen Tag mit Murmeln ominöser Zauberformeln. Oh, das ist auf jeden Fall sehr direkt. Also für Dunkelelfen ist Kinderfleisch mandatory zum Essen. Weiß nicht, wie das hier ist, aber ja, sind immer sehr abgefuckte Wesen in jedem Fantasy-Universum, also. Vielleicht mögen sie einfach noch keine Sonne. Also wenn ich jetzt frage, was über die Tupmänner erzählt, der sagt wieder nein. Bevor ich mich auf irgendetwas festlege, will ich erstmal mehr über euch wissen. Wer genau sind die Totenmänner? Wie schon gesagt, Söldner. Der einzige Unterschied zwischen uns und den anderen Fraktionen Fiaras ist, dass wir uns einen feuchten Dreck für die Rasse, Hautfarbe oder Vergangenheit interessieren. Du kannst dein Schwert führen? Willkommen an Bord. Deshalb verstehen wir uns natürlich auch so schrecklich gut mit Erzhüterin Arenor. So sehr ich es schätze, dass sie uns vor den Fial Dark beschützen. Die Eisernen Falken sind ein Haufen öder, elitärer, abstinenter Langweiler. Ich hab den schleichenden Verdacht, dass er die Falken nicht so sehr mag. Also im Deutschen hat er übrigens auch schrecklich gesagt. So ein bisschen langgezogen. Ja, na gut, Sommerarbeit. Nehmen wir mal an, ich wäre an eurem Angebot interessiert. Wie genau stellt ihr euch unsere Zusammenarbeit vor? Zunächst einmal möchte ich, dass ihr euch für mich um etwas kümmert. Erst neulich ist einer der Falken desertiert. Ehrlich gesagt kann ich ihm das nicht übel nehmen. Leider ist er einfach in die Wüste gerannt, statt direkt in unser Lager zu kommen. Das würde ich gerne ändern. Sofern er noch lebt, findet ihn und bringt ihn hierher. Vielleicht hat er Informationen, die uns von Nutzen sein könnten. Danach holt ihr eure Armee ins Tal. Wir vereinen unsere Streitkräfte und erobern die Feste zurück. Ihr bekommt den Stein, ich den Helm. Alle sind glücklich. Ich weiß nicht, ob alle glücklich sind. Ich glaube, die Wächter sind eher so semi-glücklich, wenn der Helm weg ist. Und wenn es da nicht irgendwie überraschend neue Feinde machen. Ja, die Hüterin? Wie würde Arenor darauf reagieren? Auf unsere Allianz? Keine Ahnung, aber wenn wir unsere Kräfte vereinen, spielt es keine Rolle mehr. Außerdem will ich nur den Helm. Ihre Feste kann sie zurückhaben. Ja, man straight to the point, ne? Seht es eher so. Wir tun ihr einen Gefallen. Ihre Männer sterben da drinnen und obwohl wir ihr beide unsere Hilfe angeboten haben, ist sie zu stur, um zu kooperieren. Man kann ein Pferd nur zum Wasser führen, aber trinken muss es selbst. Oh, Sprichwörter. Ja, kann ich nur mehr? Ja, siehst du ja, stimmt, der hat doch eigene Leute zum Typen finden, ne? Könnt ihr den Deserteur nicht selbst zurückholen? Könnte ich, aber Madame Hackfresser hat ein wachsames Auge auf mich. Um es in ihren Worten zu sagen, eine falsche Bewegung und wir zerschmettern euch und eure unheilige Armee. Auch wenn ich bezweifle, dass sie es wirklich tun würde, in Anbetracht der Untoten an unserer Türschwelle. Naja, na gut, ich denke darüber nach. Gut, ich werde darüber nachdenken. Dann tut es schnell. Bis dann, Taha. Ich hoffe, man sieht sich. Also ich würde ja den ehrenwerten Wächtern helfen, aber du möchtest unbedingt, dass wir dem Verräter Joe die Hand reichen. Klar, der ist viel cooler. Und der meinst, der wird uns wirklich nicht verraten und hintergehen und bei der ersten. Das ist nicht so schlimm, wir sind cool, wir beide. Ich meine, er hat 13.500 Lebenspunkte, das klingt sehr, als würde er bei der erstbesten Gelegenheit zum Endboss werden. Vor allem, die haben ihren Deserteur nicht gefunden. Können wir ihn auch nachher in Erfahrungspunkte konvertieren, das ist sogar noch besser. Verstanden. Na gut, das ist ein gutes Argument. Na gut, hallo, Bleib weg! Ich gehe nicht zurück. Nie wieder! Ich nehme mal an, dass ihr der Abtrünnige seid. Oh, ein Abtrünniger. Der Abtrünnige? Ich bin der Einzige, der wenigstens ein bisschen Verstand hat. Sie hat euch geschickt, richtig? Die Erzhüterin. Das ist so nicht ganz richtig. Ich frage erstmal nach Elaboration. Ich bin ja gerade in Laberlaune. Ein bisschen Verstand. Ist das nicht offensichtlich? Diese ganze Sache ist vollkommen lächerlich. Unsere Brüder sitzen in der Feste fest. Aber Arenor weigert sich, die Hilfe der toten Männer anzunehmen. Und warum? Warum?
Warum gehen die Lugas fahren oder was? Stattdessen bereitet sie einen idiotischen Vorstoß vor, der... Sie plant einen Angriff? Das wusstet ihr nicht? Ja, morgen Nacht. Es ist reiner Wahnsinn. Und ich werde nicht mein Leben einfach so davonwerfen. Lieber sterbe ich allein in der Wüste. Aber ihr werdet mich ohnehin zurückbringen, oder? Zu den Falken? Also so richtig glauben kann man, also so richtig vertrauenswürdig ist der Dude ja nicht. Ich meine, ist das nicht mehr oder weniger so ein halber religiöser Orden, die Boys hier, dass die halt tatsächlich bereit wären, dafür zu sterben? Sie opfern sich für das große Ganze. Das ja, Boot, also... ja, ich bin ja sehr enttäuscht von dem Boy hier. Na gut, was passiert mit ihm, wenn wir ihn zurückbringen? Wenn ich euch zurückbringe, wird... Ich weiß es nicht. Ich bin ein Abtrünniger. Also ist Monat es dennoch, Kerker? Bitte. Zwingt mich nicht dazu, zurückzugehen. Bitte. Wahrscheinlich irgendwo im Sand. Oder sie graben ihn einfach nur bis zum Kopf ein und lassen ihn da einfach stehen. Ich meine, im Prinzip haben sie jetzt wahrscheinlich ein Personalproblem. Insofern sollte man sich vielleicht mit der Hinrichtung nochmal ein bisschen zurückhalten. Naja, ich gehöre zu den Todmännern. Das finde ich ein bisschen übertrieben, dass sie sagen, wir gehören zu denen. Nein, ich gehöre zu den Totenmännern. Sie wollen, dass ich euch zu ihrem Lager schaffe. Sie... Was? Katras, ihr Anführer, möchte euch aufnehmen. Sie wollen eure Hilfe bei ihrem Angriff auf die Feste. Ich kommandiere eine Armee und werde euch helfen. Oh, das ist erfreulich. Aber das ist kein Trick, oder? Kein Trick, um mich zurück zu den Falken zu locken. Nein. Wie gesagt, Katras will euch aufnehmen. Los jetzt. In Ordnung. Danke, Fremder. Ihr habt mein Leben gerettet. Das... Gut. Und der rennt halt einfach einen halben Meter die Klippe runter unter dem Lager. Stehen. Ja, der könnte schon ein bisschen weiter wegstehen, ne? Sehr sneaky auf jeden Fall. Vor allem hat er sogar noch seine Waffen bei. Ich dachte, normalerweise desertiert man Wissen ohne sein Zeug. Kann man schon mitnehmen. Das schadet ja auch nicht. Ja. Hast du eigentlich jetzt Rohan das Anti-Sturm-Amulett angelegt? Anti-Sturm-Amulett? Achso, nee. Kann ich noch machen. Hermine, weil quatsch ich mal mit Kollegen. Ich habe getan, worum ihr mich gebeten habt. Ich weiß, gute Arbeit. Und da ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht, schlage ich vor, ihr schickt gleich einen Speer, um eure Armee hineinzubeordern. Ich werde euch dabei helfen, einen Außenposten zu errichten. Dort besprechen wir dann alles Weitere. Ah ja. Na, ihr habt den Mann gehört? Dann richten wir einen Außen zurück. Knochen im Sand, wie schön. Jetzt könnten wir eigentlich nochmal zu den anderen Dudes rübergehen und fragen, ob sie... Ich komme nicht. Also gut. Ruft eure Armee herbei und errichtet euren Außenposten. Dann werde ich euch über die nächsten Schritte aufklären. Worum geht's? Müssen wir den jetzt wirklich bauen? So. Ich denke, wir sind bereit. Gnadenlos. Sieht ganz danach aus. Wenn gleich ein Stamm aus Moorhier-Elfen mit Sicherheit das letzte war, das ich erwartet habe. Aber gefällt mir. Wunderschöne, pfirsichbrüstige Wintermagierinnen sind eine willkommene Abwechslung zu dieser Einöde hier. Really? Die Wintermagier der Moor hier kämpfen nicht für uns. Und selbst wenn sie es täten, sie sind allesamt Männer. Ha, wen kümmert's? Wie auch immer, wir sollten loslegen. Ich werde euch eine Fuhre der wichtigsten Ressourcen zukommen lassen. Nicht viel, aber genug für einen Anfang. Da ihr ja auch Handwerker in eurer Armee habt, schlage ich vor, dass ihr uns auch ein paar eurer neu gesammelten Ressourcen zukommen lasst. Ich weiß, klingt egoistisch, aber je mehr Güter wir haben, desto besser werden meine Männer kämpfen. Außerdem wäre es hilfreich, wenn ihr euch um diese Türme kümmern könntet. Ah ja, die Türme. Da wahrscheinlich die Dinger, die wir vorhin schon gesehen haben. Türme? Ja, alte hibernische Türme, die die Falken genutzt haben, um sich gegen die Untoten zu verteidigen. Und nein, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber es scheint, dass die Untoten sie erbeutet haben und jetzt gegen uns einsetzen. Und das ist... Naja, unvorteilhaft. Sie sind nicht die ersten Untoten, die ich bekämpfe. Und eigentlich sollten sie hirnlose Monster sein, keine Taktiker. Ich bin Steam Erfolg. Aber ich schätze, dafür ist diese Kreatur verantwortlich, die sie anziehen. Das haben wir komisch aussehen. Achso, weil es jetzt reforced ist wahrscheinlich. Ja, ich frage mich übrigens immer noch, ist das pfirsichbrüstige Wintermagierin irgendeine Referenz zu irgendwas? Ich glaube, es ist einfach nur ein Schwätze. Achso. Also wüsste ich nicht zumindest. Aber anscheinend haben wir eine All-Male-Moor-Hier-Gruppe, wie es auch mal dazu gekommen ist. Die Idinnen sind doch... Die Protectors klingen auch weiblich, die in der schweren Panzerung da. Von den Elfen, ich weiß nicht. Also da steht einer genau neben uns. Ja. Ist die Stimme auf Englisch für weiblich, aber naja. Wer weiß das schon. Eigentlich sind es die sind das Wintermagierinnen. Ach so. Und was weiß man so über Oberweite? Ja. Was weiß man so? Also ich meine, pfirsichbrüstig klingt jetzt nicht so gewaltig, das ist ne? Das ist,
Egal, wann greifen wir an? Verstanden. Und wann? Sobald wir genug Land kontrollieren und vorbereitet sind. Wichtig ist nur, dass wir unseren Angriff koordinieren. Ah, und ja, das könnte einen Versuch wert sein. Was? Es gibt da ein altes Katapult oben im Nordosten. Als dieser ganze Blutbrandirrsinn angefangen hat, haben die Falken es dort oben in Stellung gebracht, um die Untoten unter Beschuss zu nehmen. Aber sie waren gezwungen, sich zurückzuziehen. Wenn es uns gelingt, das Katapult zurückzuerobern, könnten wir es zu unserem Vorteil. Alles klar. Ja. Ja, und eines noch, Taha. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite stehen. Er ist froh, dass wir auf der gleichen Seite stehen, wie schön. Her! Was? Da will ich ja jemand reden. Ihr? Ich baue schon mal Economy, du kannst ja immer noch quasseln mit denen da. Mit der Speer der toten Männer. Yes. Seid ihr der Kommandant? Und Frauen anscheinend. Es gab wieder eine Sichtung dieses Phänomens. Ihr wisst schon. Der Blutbrand. Ja, wir bemühen uns nach allen Kräften, die Horden von der Feste in Schach zu halten. Aber wenn dieses verdammte Lied noch mehr von den Biestern weckt, können wir in ernsthafte Probleme geraten. Gut, ich werde sehen, ob ich die Neuerweckten beseitigen kann. Wo ist es passiert? In den Bergen, Richtung Südwesten. Danke und Tiaras Segen. Ah ja, was, siehst du hier was von Tiara? Oh nein, du hast mir beide Helden gegeben, oder? Ich hab dir die Helden mal gegeben, dann machen wir es wie immer, oder? Dann ja, das ist ja ganz so schrecklich, dass du mir die Helden gibst. Das ist so viele. Wieso? Weißt du, der kann zwei Feuerbälle? Nee, du hast ihn einfach zweimal auf der Leiste gehabt. Okay. Kann ich das hier umherschieben? Nee, kann ich nicht. Dann holen sie mir mehr Outposts. Ja, ich bin unterwegs. In Spellforce 3 gab es anscheinend keine männlichen Elfen. Das ist ja auch interessant. Wie haben sie das denn weggeklärt? In Dings. Ja, ich weiß auch nicht, wieso das. Es gab Hüterinnen und so. Und dann hast du dann so einen Elfen-Scout sterben lassen. Hab ich? Oh. Warum ist der mitgerannt? Sie haben einen unserer Elfen erschlagen. Ach. Ja, ich bin hier gerade ein bisschen überfordert, weil ich kann die Spells nicht von der Leiste zaubern, was ein bisschen dumm ist. Also von dieser Breakout-Leiste. Wie kann ich helfen? Also das mit den Außenposten können wir gleich angehen, ich muss bloß... Unter mir ist schon eine Untotenhorde, die hier das Ding angreift. Ja, ich schick mal die Heldentruppe hin. Die Protectors, die uns da protecten. Ja, das ist ja gut. So, jetzt hier muss ich jetzt mal. Okay, du kannst den Kollegen da mal heilen, den Deathman Protector. Ja, sobald ich hier irgendwie dazu. Ja, das Ding ist halt, das mit drei Helden ist es echt stressig, die ganzen scheiß Biken hier irgendwie zusammenzukriegen. Das ist unfassbar scheiße. Vor allem habe ich gerade irgendeinen Heilzauber. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Ja, dann nimm hier Dingsbums den hier. Dann habe ich weniger Stress. Korporal. Boah. Ja. Das heißt, jetzt haben wir hier von Andergast drin. So, warte mal, messen wir ganz so. Okay, also ich bin jetzt. Das ist komplizierter als ich dachte. Jetzt Bock auf neue Outposts hier. Ja. Oh ja, neue Outposts. Es ist ziemlich heiß, das stimmt. Sie erzählen was über Temperaturen. Hier. Auf der verlorenen, absoluter Schutzgeld, den werden wir niemals nutzen. Gewährt Altmacht. Wir werden rasch sein. Oh shit. Sie haben einen unserer Helden erschlagen. Ich bin übel schnell gekillt, den Guter Plan. Haben wir noch einen Revive-Shot? Ja, der wird jetzt auch revived. Was braucht ihr? Ich krieg's nicht, ne? Ja. Nee. Weil die Pumen leben noch da. Ihr habt euch die falsche Feinde gewählt. Oh, die Pumen sind in der Tat ziemlich stark. Vor allem, wenn ich Taha vorne steht und das zu. Aber ich hab jetzt allen AOE, den ich irgendwie finden konnte, auf eine Leiste gepackt. Perfekt. Gut. Nimm noch die Alt-Taste, Reh. Ich knick's Alt-Taste. Oh, die Gegner-Zombies sind auch langsam. Das ist ja witzig. Ich bin mich sehr enttäuscht, dass die Zombies kein Damage nehmen, wenn man sie mit Heilmagie anzaubert. Stimmt, das wäre eigentlich cool, ja. Ja.
Also wir können auch nach links noch von der Burg, nur da ist noch so ein Bergpfad hoch, da ist dieses Katapult noch und so. Der Vorposten wurde gebaut. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Ja. Wir müssen noch immer noch Phönix-Dingens finden. Was ist das jetzt hier wieder? Verdammt! Hier drüben! Helft mir! Ah, wir müssen Ulrich helfen. Angriff, verstanden. Wer ist denn jetzt fucking Ulrich? Das ist ein Zwerg. Warte, ich hab auch noch Feuerbälle. Und Heal. Nice, Ulrich. Interessant. Ich. Wow, die Schicht des unglücklichen Alchemisten Lord. Himmel, Arsch und Wolkenbruch, das war verdammt knapp. Wo bei Nidhalf sind diese verfluchten Falken, wenn man sie mal braucht? Ist es nicht ihre Aufgabe, die Schlucht sicher zu halten? Sie sind beschäftigt. Was macht ihr überhaupt hier? Ihr seid weit weg von Windfall. Das, ist kompliziert. Von links hört ihr, Freund, ich bin nicht allein hier in Aonies Klinge, sondern mit meinen beiden Brüdern. Ich kann grad und nichts wir machen. Wurden voneinander getrennt, als diese verdammten Leichen plötzlich aufgetaucht sind. Weil sind noch übel lahm, ihr habt ja bewiesen, dass ihr mit einem Schwert umzugehen wisst. Was sagt ihr? Könntet ihr vielleicht nach meinen Brüdern Ausschau halten? Bitte. Wo könnten sie sein? Wahrscheinlich im Norden. Alles klar. Danke, wirklich. Okay, er sucht seine Brüder, hat er gesagt. Kommen und helfen, aber ich kann. Ich schicke mal den Gore zurück zur Base-Verteidigung. Sagt ihnen einfach, sie sollen hierher zurückkommen. Ich sogar einen von den Protector-Mobs, aber das ist jetzt so. Der Gore kann leider kein Heal, ne? Ja, der Protector ist auch kaputt. Gut, das ist sehr schade. Aber es ist ja nicht unser Protector. Guck mal, der Katras ist auch einfach übel am Chillen, der macht da gar nichts. Da. Dabei ist er so stark. Alles hat ein Ende. Warum muss dieser dumme Turm eigentlich meine... Ah ja. Ich muss diese Wachtürme sogar kaputt machen, ne? Sonst passiert einfach nichts. Das ist ein bisschen doof, das... Ich dachte, das sind die Gebietsfahnen. Wir werden angegriffen. Das kann auch sein, ja, das kann auch sein. Ah. Was denn? Ja, unsere damit? Arbeiter werden angegriffen. Da müssen wir noch mal ran. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Lass mich gerade nicht aufpassen. Sie hat meine Einheit verreckt. Übrigens, unsere Arbeiter werden angegriffen, höre ich gerade zum 10. Mal. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Ja. Ah, die kommen an allen Seiten, da gerade ange untot. Aber ich kümmere mich gleich drum, sobald ich diesen Außenposten eingenommen habe. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Oh, das ging ja schon nicht schnell. Ich komme. Sind die stark, die Untoten? Wie ihr verlangt. Wir wieder alle her. Hier, sie sind in der Tat One-Shot. Oh, das ist aber ganz schon einige. Ja, das ist, der Held ist da und kümmert sich darum. Ich brauche mehr Zeit. Links gibt's auch noch was. Bei ganz, ach ja, hier ist wahrscheinlich einer der Brüder, oder? Kann sein, ja. Aber das ist das komische Katapult-Ding, was du vorhin erwähnt hattest. Ich hab noch eine Kiste gefunden mit. Oh, sicher Savage doch. Blows für Protector. Nice. Das ist das ist tatsächlich die Fraktion, die wir mal tatsächlich mal spielen. Bitte? Warum hat denn das Ding so viel Reichweite? Das ist ja schrecklich. Alles klar. Sie werden. Ich habe meine eigene Stadtwache gebaut. Angriff, verstanden. Also so großartigen Helden haben leider relativ wenig Reichweite. So, dann haben wir schon Chance, den. Das kann ich echt, ich dachte, ich kann das Verbündete zaubern. Liegt Feinde mit Geschwächt. Ach, das war das Ding mit Geschwächt. Boah, diese entweihenden Wachtürme haben halt einfach 15.000 Lebenspunkte. Das atmet am Ende in Arbeit aus. Arbeit. Arbeit. Ja, wirklich. Wo ist denn jetzt irgend so eine Provinz, wo es tatsächlich mal Dingens gibt? Ich hab links gerade eine aufgemacht, das hilft dir die nicht. Ne, da gibt's kein Eisen. Ich wollte eigentlich Eisen haben.
wenn wir gescheite Truppen bauen können, die auch so aushalten. Ach, gescheite Truppen. Truppen schmuppen, sag ich immer. Aber warum? Das macht doch keinen Sinn. Warum sagst du sowas? Sag mal, kann Andergast noch irgendwas zaubern, was irgendwie sinnvoll ist? Der hat mich gesilenced. Oh nein. Das Argument, ja. Das Anti-Silence-Amulett. Ich dachte, das hat Gore sogar. Hat der Untote beschworen, der Typ? Das war ich ja gar nicht. Oh nein, das ist aber sehr unfreundlich von ihm. Der Untote, Untote beschwört. Das ist eine absolute Frechheit. Aber hat mein Typ eigentlich keinerlei Mana, Rek? Noch nicht, Taha. Mir fehlt Fokus. Weiß nicht, so... Der Typ scheint feuerimmun zu sein. Das ist aber schlecht, wenn man nur Feuer mal zur Verfügung hat. Alte R, nein, ich will hier nicht die komische Alt-Taste drücken. Das ist Mist. Vor allem bringt mir das auch nur die Hälfte. Also der beste Zauber ist immer noch dieser explodierende Funke. Der macht, glaube ich, am meisten Damage gegen alle Gebäude. Alter. Wir werden angegriffen. Wir greifen da hinten wieder meinen Häusler an. Ja, das sei ihnen erlaubt. Das ist ein guter Ort. Die hören bestimmt doch bald damit auf. Guck mal hier, wurde gebaut. Werfen wir mal so einen Feuerball rein und ein paar. Ja. Wie kann ich helfen? Ist das hier ein Friedhof? Ich glaube auch, das ist hier ein Friedhof. Oh, das sind ganz schön viele Untote. Lange wird es hier ein bisschen verdammt, Luis! Hilfe! Oh, der Zwerg hat sich mit in den Kampf geworfen. Das ist sehr nett von ihm. Der macht das gut. Guter. Armored Watchtower. Zwei. Ah, schön. Ihr könnt den toten Männern Ressourcen schicken. Das Gimmick wäre noch nicht besonders effektiv. Ja, und vor allen Dingen, weil ich fest damit rechne, dass sie uns verraten wollen. Das ist doch etwas, was ich eher nicht tun möchte. Gebäude fertig. Hör mal ruhig. Jetzt sind es unsere Verbündeten. Verstehe. Mhm. Oh, was ist das denn hier? Ein Sraka, der Verfluchte, der hat einen Eigennamen? Ja. Wie kommt er denn darauf? Nimm dies und das und das hier. Untergast, hau dein Zeug raus. Und das hier noch und das hier noch. Ich hab doch noch Schildbash. Epidemie, was bestimmt super gegen Untote funktioniert. Ja, da mal wohl. Gebäude fertiggestellt. Ja, irgendwie geht Untergast einfach nicht das Mana aus. Ich hab gerade alles durchgeklickt, was er hat. Das ist auf meiner Leiste hier. Gebäude fertiggestellt. Tja. Hier ist, glaube ich, noch ein fetter Schrein bei mir ganz links oben. Also, da könntest du auch noch weiter. Guter Plan. Ich habe aktuell ein kleines Mobilitätsproblem, weil hier nirgends so Teleporter sind, nicht immer die ganze Landschaft rumlaufen muss. Okay. Aber ich renne mal zu dir hin, ja, meiner Gurkentruppe hier. Ich hab mittlerweile. Achso, das stimmt, da ist in der Tat ein. Ich kann mal meine Stadtgarde dann nach vorne schicken zu dem neuesten Außenposten. Vielleicht bringt das ja was. Es sind doch relativ viel Zeug erobern hier. Oh ja, die Farm 2 haben erstmal 7 Arbeiter-Slots. Elfen haben immer so krank viele Arbeiter. Kannst einfach so viele Ressourcen. Ist das machen. Ungewöhnlich? Ich spiele ja immer nur Elfen, deswegen kann ich das halt. Die Orks haben zum Beispiel immer nur 2 pro Gebäude. Da musst du übel rushen, damit du mit denen nicht völlig behindfällst. Ja, wir werden schon wieder angegriffen da oben. Zacknack ist wieder da, der gute Mann. Was? Ich hab doch Zacknack gerade getötet. Zacknack ist aber ein Untoter, der ist wirklich tot. Bitte? Ist der nie. Was ich nicht gesehen. Was gibt's? Naja, doch, ich glaube, er ist die ganze Zeit wirklich tot, aber. Das ist jetzt Interpretationssache, da würde mich auf solche Pauschalaussagen gar nicht einlassen. Genau. Na gut. Aber hier, das hier Solo zu spielen, ist schon irgendwie stressig. Und ach, hier ist so ein Teleporter. Hier müssen wir uns echt chillig. Das sieht aus wie eine Art Ritualplatz. Hey, wir haben einen Ritualplatz gefunden. Könnt ihr das hören? Oh, die singen hier. Nein, das dürfen die nicht. Muss aufhören. Das klingt ein bisschen wie Dune, nur schon schlecht. Wird auf zu singen hier. Und fresst AOE. So. Das ein Xaragna. Ein Sinn. Ein was? Eine Art Dämon. Oh, wieso wird Text gewöhnlich nur in Bargagor antrifft. In den orkischen Überlieferungen heißt es, dass Zarach sie gegen eine Sippe schickt, wenn diese schwach und gebrechlich geworden und nicht mehr in der Lage ist, den Lebenskampf zu bestreiten. Diese Wesen haben ganze Stämme und Clans ausgerottet. Daher der Name. Und ich schätze, dass dieses verdammte Lied ihn geweckt hat. Das ist aber schlecht jetzt. Das ist wirklich schlecht, Taha. Wenn wir ihn nicht beruhigen, wird er unsere Armee in Stücke reißen. Apropos Stücke reißen, da oben ist gerade die Menge Truppe. Ja. Wir können ihn nicht töten. Ich habe auch nicht so wir krass können es viele versuchen, Leute. Aber das wird höchstwahrscheinlich mit unseren Opfer?
Ja, der Sippenfresser kann in den Schlaf zurückversetzt werden, wenn wir ihm ein Blutopfer darbieten. Einen Soldaten oder dergleichen. Der Typ ist... Ich weiß, das schmeckt euch nicht. Aber wenn wir nichts tun, haben wir ein gewaltiges Problem. Ich sage das nur ungern, aber ein Leben gegen das von vielen. Moment. Schickt ihn in den Beschwörungskreis. Der Dämon kümmert sich um den Rest. Und so makaber das auch klingen mag, es ist... Ich... Dann denkt schnell. Okay, warte, wir können was opfern. Kann ich die Skelette reinschicken? Stimmt, oder? Der Zwerg ist jetzt auf jeden Fall schon mal... Ah, jetzt 1 HP und dann geht er nicht weiter runter. Oh, das ist der übelste Tank hier. Gebäude fertiggestellt. So, ich beschwöre sie, die Zombies und schicke die jetzt rein da. Ja. Zu dem Ding. Das kann auch unmöglich funktionieren. Ja, jetzt du musst du da auf den Button drücken. Ja. Hey, die haben Lol. Skelett. Voll Knight. Die haben Skelett-Kavallerie. Hat's funktioniert? Die Zombies sind leider gerade ein bisschen dämlich und rennen immer. Sie rennen nicht in diesen Kreis rein. Ich weiß nicht, ob man nicht wirklich in einen permanenten. Tötet Militäreinheiten nahe Zauberwirker sofort. Ich schick dir mal 2 Gammel Guardians. Schöne Leiche. Okay. Nope, daran haben die Devs gedacht. Ja, müssen wir uns doch wie beeilen? Ja, ich schick dir. Ich verstehe. Ich würde das einfach nicht machen und hoffen, dass wir das so schaffen. Ja, Nebenquest, welches der Loot? Wie ihr wünscht. Also ich würde das sicher doch. Ich würde das jetzt einfach drauf ankommen lassen und gucken, ob wir das vielen. Also Moment, wir sollten vielleicht Folgendes tun: Speichern, neuer Spielstand und dann gucken wir, ob wir dieses Vieh in XP umwandeln können. Außerdem habe ich übrigens eine große Axt des Häuptlings gefunden. Oh nice. Ich hätte jetzt einfach 2 Typen geopfert, oder? Das klingt vernünftig. Nein, das TikTok, das könnten wir noch was Cooles mitreißen. Gor hat gesagt, das ist möglich, das zu machen. Okay. Können wir das hier eigentlich pausieren? Okay, du hast jetzt gerade gespeichert, ja? Ja. Ich würde das einfach mal drauf ankommen lassen. Dann fahre ich da mal noch ein paar Leute hin, dass wir noch eine Bufferzone haben. Was wollt ihr? Falls wir doch noch was töten wollen. Warte mal, ich würde mal kurz pausieren und ich muss mal kurz auf Klo hast und so. Eine Minute? Ja, aber du kannst ja wahrscheinlich dann noch mal auf pausieren klicken, oder? Im Hauptmenü. Ah, okay. Ja, bestimmt. Ich bin gleich wieder da.